Der Lohn der Nachfolge Jesu. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ist einige Jahre her. Da bin ich eingeladen worden von einem sehr guten Freund von mir, der sehr, sehr vermögend ist, in sein Yachtrevier zum Jagen. Und er hatte nicht nur mich eingeladen, sondern auch so seine ganzen Geschäftspartner. Er hat eine große Firma und dann hat er ein ganzes Hotel gemietet gehabt. Wir waren da für 2 Tage und ich war da so ein bisschen der Fremde, kannte die Geschäftspartner nicht so alle. Und wie es dann morgens losging, waren wir da alle zusammen. Ich saß am Tisch mit 3 anderen Männern, so in meinem Alter halt, kannte niemanden. Wir haben uns dann den Teller aufgeladen, am Buffet saßen da zusammen. Ich habe gebetet kurz und war so ein bisschen schweigen. Und dann nahm einer so ein bisschen die Initiative in die Hand und sagte, ja, meine Herren, wir jetzt hier zusammen jagen, ich will mich Ihnen kurz vorstellen. Dann sagte er seinen Namen und sagte, ich bin CEO bei einer oldenburgischen Bank, also Vorstandsvorsitzender. Heute ist das ja so, heute hast du ja jeden Titel mit einem englischen Begriff dabei halt. Er war also Vorstandsvorsitzender von so einer oldenburgischen Bank. Dann fing der Nächste und machte weiter, sagte, ja, ich bin Head of Finance in einem mittelständischen Automobilzulieferer. Head of Finance ist Finanzvorstand. Und dann kam der Dritte, der sagte, er sei Director of Business Development. Also ich wusste nicht was, das ist, ich habe auch nicht nachgefragt, aber ich habe verstanden, also alles ganz wichtig. Jetzt sitzt du da als kleiner Pastor, da kannst du nicht sagen, ich bin Pastor in einer Kirchengemeinde, das kommt ja nicht so gut rüber. Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich bin PR-Manager im größten Betrieb der Welt. Da war natürlich erstmal die Aufmerksamkeit bei mir. Und dann hat der Erste gefragt, ja wie, bei Microsoft oder bei Google? Ich sage, nein, da wo ich bin, das ist größer. Dann habe ich das dann auch aufgelöst. Ich habe gesagt, ich arbeite für den Schöpfer dieser Welt und ich bin eben Pastor. Das war zwar ein bisschen frech, aber im Prinzip war das nicht falsch. Das ist das, was ein Pastor eigentlich zu machen hat. PR, Public Relation, öffentliche Werbung fürs Reich Gottes, für den lebendigen Gott. Und darum geht es jetzt heute ganz genau in dieser Predigt, um richtig Werbung. Denn heute darf ich über den Lohn sprechen. Gestern und vorgestern, das war ja manchmal ein bisschen ernster. Heute gibt es nur die positiven Dinge. So wie eben ein guter Werbemanager sein Produkt bewirbt und erzählt nur von all den Vorzügen, all dem Fantastischen. Darum wird es heute in dieser Predigt gehen. Und ich habe 5 Dinge mitgebracht, die Lohn der Nachfolge sind, die ich nochmal richtig bewerben will, was es denn bringt, wenn wir eben Jesus nachfolgen. Das erste ist das 100-fache Vergelten von Gott und das sage ich jetzt schon, es geht mit dem Kleinsten los. Es wird immer besser, es wird immer besser und gigantischer. Das zweite ist der Trost Gottes. Das dritte ist die Vergebung Gottes. Das vierte ist die Hilfe Gottes und das fünfte ist das ewige Leben bei Gott. Das sind die Dinge, die wir erhalten als Lohn, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich fange mit dem ersten an, das 100-fache an Vergeltung. Da kommen wir jetzt mal zu dem Text zurück, den ich gerade kurz angerissen habe, wo der Petrus fragt. Wir lesen Matthäus 19, Vers 27 bis 29. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, also zu Jesus, siehe, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, das heißt nicht nur für Petrus, er fragt für sich, aber alle, die ihm nachfolgen, für die gilt das, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Jesus sagt dir 3 Dinge auf diese Frage. Das erste, ihr werdet mit zu Gericht sitzen. Es gibt ja eine erste und eine zweite Auferstehung. Die erste Auferstehung, ich komme ganz zum Schluss nochmal zurück, für die, die in Christus sind. Die zweite, die ohne Christus gelebt haben. Und wir, die für Christus nachfolgen, sagt er, wir werden mit zu Gericht sitzen. Wir werden mitrichten, wenn die Bücher aufgetan werden, für die anderen, die ohne Jesus gewesen sind. Das ist schon mal das Erste, was er sagt. Dann sagt er das ewige Leben, da komme ich ganz zum Schluss nochmal darauf zurück. Aber ich möchte hier einen Fokus legen bei diesem ersten Punkt auf das, was Jesus sagt. Ihr werdet es 100-fach empfangen, weil Petrus fragt ja so, wir haben alles verlassen. Und er hat ja wirklich alles aufgegeben. Der war so ein Kleinunternehmer, der da Fischereibetrieb hatte, Kapernaum am See Genezareth. Und als Jesus kommt, den Beruf lässt er alles zurück. Aber eben nicht nur seinen Betrieb, er lässt auch seine Familie, der ist ja verheiratet gewesen, hat eine Schwiegermutter gehabt, ne, seine ganze Verwandtschaft. Alles zurück, sein Haus, was er gehabt hat, seine sozialen Kontakte und ist hinter Jesus hergegangen, ist ihm nachgefolgt. Und da sagt Jesus in Bezug darauf, du wirst es 100-fach empfangen. Die 100-fache Vergeltung dessen, was wir einbringen, wenn wir in der Nachfolge sind und da Zeit,
Geld, Liebe investieren. Wenn wir fragen, wie Petrus, was gibt es denn dafür? Ist das die erste Antwort? Das ist das geringste. Hundertfache Vergeltung. Aber das ist wichtig, da wollen wir jetzt mal einen Moment drei stehen bleiben. Hundertfache Vergeltung. Wir leben ja in Zeiten, wo wir alle uns Gedanken machen, wie wird es denn weitergehen mit unseren Moneten? Mit dem Geld auf der Sparkasse, bei der Volksbank oder bei der Deutschen Bank? Das hat ja nun der Letzte auch schon verstanden. Wir haben Inflation. Offiziell so 7,8%, sagt die Bundesregierung. Die EU sagt, wir sind über 8%. Tatsächlich sind wir sicherlich schon zweistellig. Und die ganzen Ökonomen, die sagen, wir werden definitiv auch in offiziellen Zahlen in den nächsten Monaten in zweistellige Inflationsraten abrutschen. Das heißt, unser Geld wird immer weniger. Wir erleben das auch, ob man nur bei McDonald's ist oder ob man ein neues Auto kauft oder ob die Strompreise kommen, was Inflation ist, das haben wir alle verstanden. Unser Geld ist nichts mehr wert und es wird immer wertloser. Und da fragen sich die Leute natürlich, die meisten von euch auch, was machen wir denn mit unserem Ersparten? Wo packen wir es denn hin? Und dann spricht man über Renditen. Wo gibt es denn noch Renditen? Also, wenn du heute eine 10-jährige Staatsanleihe bei der Bundesrepublik Deutschland zeichnest, kriegst du 2%. Also kriegst du pro Jahr dann etwa, wenn du 10.000 Euro im Jahr hast, 200 Euro Rendite. Allerdings muss man wissen, wenn man 2% Rendite hat auf eine 10-jährige Staatsanleihe und du hast 8% Inflation, hast du ein Delta von 6%. Das heißt, es wird auch deutlich weniger. Genauso in den Vereinigten Staaten, die haben für die 10-jährigen Staatsanleihen 3,7% halt. Griechenland, die sind ja nicht so stark in der Wirtschaft, die müssen schon 4,5% bezahlen halt. Aber bei der Inflation ist das alles ein schlechtes Geschäft, wird alles weniger. Renditen ist ein wichtiges Thema. Also ich klage euch da nicht an, ich denke da genauso drüber nach. Ich gucke auch immer schon, wie lege ich mein Geld an. Und es wird ja immer schwieriger jetzt, wie gesagt, mit dieser Inflation. Habe aber früher auch immer schon geguckt. Der Bruder, bei dem ich da erzählt habe, zu Beginn hier der Predigt, bei dem ich da eingeladen war zur Yacht, der wirklich was von Finanzen versteht, der hat mich irgendwann angerufen, hat gesagt, Olli, also ich kann nichts garantieren, aber das war so, als Twitter an die Börse gegangen ist, halt, das war glaube ich 2013 oder 14, hat gesagt, das ist eine sehr, sehr interessante Aktie. Also ich werde da mal was machen, überleg dir mal, ob du nicht auch was tun kannst. Da hatte ich mir echt überlegt, die haben jetzt einen Börsengang geplant, kaufst du da was, zeichnest du ein paar Aktien, die hatten einen vorgegebenen Kurs, bei $26 war der damals, weiß ich noch ganz genau halt, habe ich überlegt, kaufe ich da mal so ein paar Aktien, haue ich da ein bisschen was rein. Mein Freund empfiehlt mir das, aber der hat ja natürlich auch nicht die Glaskugel, könnte gucken halt, wie wird es denn tatsächlich, und ich habe dann nichts gekauft. Aber an dem Morgen, als sie dann die Börsengang hatten halt in Staaten, habe ich mir das mal angeguckt. Und $26 war Ausgabekurs und innerhalb weniger Minuten war die Aktie oben auf $45. Sofort, das war keine halbe Stunde, ist die abgegangen durch die Decke. Also hätte ich gezeichnet, hätte ich beispielsweise gesagt, ich habe da mal 1.000 Euro reingesetzt, halt, hätte ich aus 1.000 Euro, sind etwa 80%, 1.800 Euro gemacht. Das wäre ein Geschäft gewesen. Der hat es mir noch anempfohlen, ich habe es nicht getan, habe ich mich ein bisschen drüber geärgert. Aber das ist eben so, Renditen kann letztlich keiner empfehlen. Nicht mein Freund, nicht euer Bankberater halt. Oder wenn einer was empfiehlt, dann eben nur so bei Staatsanleihen. Und die sind so gering, dass, wie gesagt, die Inflation sie mittlerweile auffrisst. Jetzt kommt einer und spricht von einer Rendite, die gigantisch ist. Der sagt, wenn ihr etwas investiert in mein Reich, dann bekommt ihr hundertfache Vergeltung. Hundertfach. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Mathematikunterricht machen halt, also 5. bis 6. Klasse am Gymnasium, Realschule. Was heißt ein Hundertfach? Hundertfach heißt nicht 100%. 1% Rendite oder 2% Rendite heißt, du bringst 100 Euro auf die Bank, da kriegst du 101 Euro wieder, bei 1%, bei 2% 102. Bei 100% Rendite kriegst du 200 Euro wieder, wenn du 100 Euro gebracht hast. Das sind schon Renditen, wenn das euch einer verspricht, lauf weg, das sind meistens Scharlatane, denn garantieren kann das keiner. Aber wenn der Heiland hier spricht, das ist ja nur kein Bankberater, das ist kein Finanzminister, und sagt 100-fach, ist das nicht 100%, sondern 100-fach heißt 100-fach, 100 Euro hinbringen, 10.000 Euro zurückbringen. Das ist die 100-fache Vergeltung. Soll niemand von euch eines Tages in der Ewigkeit sagen, ich habe es nicht verstanden, was da Matthäus 19 stand, weil in der 6. Klasse habe ich so häufig im Mathematikunterricht gefehlt. Das ist nochmal meine Erklärung. Hundertfach heißt, wenn du etwas ins Reich Gottes investiert, neben dem ewigen Leben, neben all dem, was gleich noch kommt, du bekommst es entweder in dieser Welt oder in der zukünftigen Welt hundertfach vergolten.
Und das sagt der Herr dieser Welt. Das sagt Jesus Christus, der lebendige Gott. Für alles, was du investieren wirst, an Zeit, an Geld, an Liebe, an Gaben ins Reich Gottes, hundertfache Vergeltung. Garantiert vom lebendigen Gott. Der sagt uns auch immer wieder, dass wir gucken sollen, nicht an der Kohle in dieser Welt festhalten, nicht an den irdischen Sachen, sondern dass wir auf Ewigkeitswerte schauen sollen. Er sagt uns in Matthäus 6 halt, dass wir Schätze sammeln sollen dort, wo sie keinen Rost fressen. Und ich ergänze, da wo sie nicht den Kursschwankungen des DAXes unterworfen werden und wo sie nicht perdu werden, wenn der Euro kollabiert. Das sagt Jesus Christus. Beschwert euch eines Tages nicht, wenn ihr anders gehandelt habt, ihr seid in der Ewigkeit, aber die Auszahlung ist so gering, weil ihr eben nicht investiert habt ins Reich Gottes. Jesus garantiert hundertfache Vergeltung. Nochmal, gleich kommen noch ganz andere Dinge. Das hier ist das Geringste. Aber das dürfen wir auch erstmal hören, weil ja Petrus so frech fragt, was gibt's denn dafür, wenn wir das alles gemacht haben? Und da sagt Jesus ganz klar, was es gibt. Gott lässt sich nichts schenken. Wenn du ihm entgegenkommst, wenn du investierst in ihn, dann gibt er dir zurück. Und nicht 1:1, nicht 1:10, hundertfache an Vergeltung. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen Angst haben, sich wirklich ganz zu investieren ins Reich Gottes. Ob sie sagen, ich gebe meinen Beruf auf, werde Missionar. Ob sie sagen, ich habe Angst, hier meinen Sparvertrag dann tatsächlich für irgendwas zu spenden halt. Ich habe Angst, ich könnte es ja bereuen. Was ist denn, wenn es gar nicht stimmt mit diesem Gott, wenn es ihn gar nicht gibt? Was bin ich denn dann für ein Idiot? Was bin ich dann für ein dämlicher Mensch gewesen, wenn ich dann die Sachen ins Reich Gottes geschenkt habe? Da hat man Angst, dass man es irgendwann bereuen könnte. Gäbe es keinen Gott, seid ihr irgendwann sowieso tot, spielt es eh keine Rolle, was er mit einem Geld gemacht hat. Aber wisst ihr, es gibt einen Gott. Und wir werden alle eines Tages bereuen, dass wir Angst hatten und nicht mehr investiert haben. Wir werden es nicht bereuen, das darf ich euch garantieren, dass ihr irgendetwas investiert habt. Sondern ihr werdet euch darüber ärgern, dass ihr nicht mehr gemacht habt. Ich weiß nicht, wie es eines Tages in der Ewigkeit sein wird, wenn wir da im Lobpreis Gottes sein werden im himmlischen Jerusalem. Aber wenn wir dann Begegnung haben, wird vielleicht der ein oder andere sagen, Mensch, damals, Ende September 2022, da bist du doch bei uns in Gifhorn gewesen. Du hast doch da viele Jahre Theologie studiert. Du wusstest das doch ein bisschen besser. Du hättest da mal ein bisschen mehr Druck machen müssen auf mich. Du hättest mal ein bisschen intensiver sagen müssen, was es dafür gibt. Ich habe nicht investiert, ich habe immer noch festgehalten an meiner Zeit, an meinen Dingen und nichts im Reich Gottes. Hätte ich es doch nur mal getan, hättest du doch mehr Druck gemacht. Dino hat eben gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich kann es euch nur noch mal sagen vom Wort Gottes, nicht meine Renditeversprechung. Jesus Christus sagt, alles was ihr investiert, ihr bekommt es hundertfach vergolten. Dessen dürft ihr euch sicher sein. Vor einigen Jahren, ich glaube schon zwei Jahrzehnte, relativ alter Film mittlerweile halt, hat es einen tollen Film gegeben, der heißt Schindlers Liste. Furchtbares, was da passiert einfach mit im polnisch besetzten Gebiet halt, wo die Deutschen da, die SS-Leute, die vielen Juden umbringen und Schindler versucht, sie zu retten, hat dann so eine Liste und rettet viele, viele, viele Juden vor der Gaskammer. In diesem Film wird dann so berichtet, wie dann das Deutsche Reich zusammenbricht am Ende des Krieges halt und das KZ aufgelöst wird und die von ihm geretteten Juden sind frei und die brechen sich dann ihre Goldzähne raus und schmelzen ihm einen Ring zusammen und überreichen ihm das als Dankeschön. Und er steht vor den vielen geretteten Menschen, bekommt diesen goldenen Ring als Dankeschön und dann steht er da mit seinem Chauffeur vor seinem Mercedes in seinem tollen Anzug und natürlich hat er vieles geschafft. Es sind viele Menschen durch seine Unterstützung, durch seinen Einsatz haben es überlebt. Aber dann reflektiert er und sagt, Mensch, wenn ich diesen Mercedes noch verkauft hätte, wie viel hätte ich dann noch mehr retten können? Weil er hat ja die Juden rausgekauft. Und dann guckt er auf sein goldenes Parteiabzeichen und sagt, und wenn ich das hätte verkauft, wie viel hätte ich dann noch retten können? Da wird ihm erst klar, was er noch mehr hätte machen können. Er hat schon viel getan. Aber er versteht, hey, ich hätte noch viel, viel mehr tun können. Und ich glaube, es ist das, was wir alle erleben werden, die wir Jesus nachfolgen, wenn wir eines Tages im himmlischen Jerusalem sind. Bei dem vielen, was der ein oder andere schon auch tut. Wir werden sehen, hey, wir hätten noch viel mehr machen können, weil die Vergeltung so viel gigantischer ist, weil das so wichtig ist, sich da rein zu investieren. Und wenn du fragst danach, was gibt's denn dafür,
hundertfache Vergeltung für manche schon hier in dieser Welt, aber allerspätestens für alle im himmlischen Jerusalem. Das ist der erste Punkt, was wir erhalten als Lohn in der Nachfolge. Ein zweites, was wir erhalten, ist der Trost Gottes. Da heißt es in Johannes 14, Vers 26, Jesus Christus spricht, der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und auch das nochmal heute Morgen gesagt, diejenigen von euch, die noch nicht an Jesus glauben, die ihm noch nicht nachfolgen, betet und bettelt darum, dass der lebendige Gott euch seinen Heiligen Geist gibt. Sonst seid ihr verloren für Zeit und Ewigkeit. Wenn ihr dann diesen Heiligen Geist habt und ihm nachfolgt, dann habt ihr eines, Trost. Der Heilige Geist wird in der Bibel, im griechischen Urtext, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben, der Paraklet genannt. Das heißt übersetzt trösten. Parakaleo heißt trösten. Der Heilige Geist ist Trost. Der Heilige Geist ist wahrer Gott neben dem Vater und dem Sohn. Und wenn ich Gott habe, dann habe ich Trost. Und alle Menschen, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig sind, sind trostbedürftig. Das ist eine anthropologische Grundbedingung des Lebens. Jeder von uns kommt früher oder später in Situationen, wo er tief traurig ist, wo er nicht mehr weiter weiß, wo vermeintlich das Leben zu Ende ist. Die Situationen, die uns dann trostbedürftig machen, die sind sehr unterschiedlich. Aber jeder, selbst der Stärkste, Klügste und Reichste, kommt da hinein. Ob nun ein lieber Mensch stirbt, wir arbeitslos werden, ich eine lebensbedrohliche Krankheitsdiagnose bekomme, ich in einer Prüfung scheitere, ob ich ehelos bin oder in der Ehe lebe, in der ich furchtbar leide. Es gibt so viele trostlose Situationen für die Menschen hier, dass wirklich jeder Mensch trostbedürftig ist. Die Frage ist nur, ob es wirklich Trost für jeden gibt. Da muss man sagen, das ist der klare Unterschied zwischen den Menschen, die mit Jesus leben, die haben Trost, zu den Menschen, die ohne Jesus Christus leben, die keinen Trost haben. Das ist so. Also, ja, wie können Sie das denn so plakativ sagen, wird mir mal vorgeworfen. Sie sind immer so hölzern, immer so schwarz-weiß. Ich sage, das kann ich aus meiner Erfahrung berichten, das sagt die Bibel so, aber ich kann es auch aus dem, was ich erlebt habe, immer wieder bezeugen. Ich war 10 Jahre Notfallseelsorger. Neben meinem Pfarramt im Siegerland habe ich Notfallseelsorge betrieben. Ja, da hast du nur die trostbedürftigen Situationen. Die Polizei holt dich nicht nachts um 4 Uhr ab, weil die sagen, hey, wir müssen mal dem und dem mitteilen, dass er da 1 Million im Lotto gewonnen hat. Sondern wenn die kommen und dich abholen, ist immer einer gestorben, ist immer das furchtbare Elend. Da klingelst du an der Tür, die machen auf und dann geht's los. Können wir mal reinkommen, können wir mal sprechen und dann erklärst du ihnen. Ihr Mann, der eben auf die Nachtschicht gefahren ist, der wird nicht mehr wiederkommen. Von dem ist auch nichts übrig geblieben. Der ist eben die Maschine gekommen, komplett zerschreddert. Jetzt müssen sie gucken mit ihren 2 kleinen Kindern, wie es weitergeht. Du gehst dann hin und sagst den Eltern, wir mussten leider ihre Tochter vom Baum abschneiden. Die hat sich umgebracht, weil der Freund, den sie hatte, sie verlassen hat für eine andere. Er ist nicht mit fertig geworden, das war der Abschiedsbrief. Wir müssen damit fertig werden, dass das einzig geliebte Kind nicht mehr da ist. Diese Dinge habe ich zuhauf Leuten überbringen müssen. Du kommst rein und von einem Mal zum anderen Mal kommt das glückliche, gesicherte Leben, die furchtbare Katastrophe, wo alles über die Leute reinbricht, wo nichts mehr nachher ist, wie es vorher gewesen ist. Und da merkst du den Unterschied, ob jemand Jesus hat oder ob er den lebendigen Gott nicht kennt. Auch die Menschen, die Jesus haben, kommen dann in die Traurigkeit, in die Tränen, sind fix und fertig. Und auch für die hat sich das Leben verändert. Aber da ist immer noch etwas, woran man festhalten kann. Ich habe es erlebt, wo ich Leuten die Todesnachricht ihrer Kinder gebracht habe, wo wir 10 Minuten später die Hände gefaltet haben und uns bei Gott festmachen konnten, wo die Geschwister wüssten, ja, unser Sohn ist nicht mehr da, aber er ist jetzt in der Ewigkeit und wir werden ihn wiedersehen. Wo die auch geweint haben, aber wo Trost war. Ich habe das erlebt, dass Leute mir auf der Beerdigung ihres Kindes von 6 Jahren gesagt haben, Olli, das war der furchtbarste und schönste Tag unseres Lebens. Furchtbar, weil wir das Beste verloren haben. Aber das Schönste, was uns nochmal klar geworden ist, wir haben Jesus, wir werden ihn wiedersehen. Und du kommst hinein in Familien, in Ehen, in Situationen, die Jesus nicht kennen. Und dann bringst du ihnen die Nachrichten. Und da ist nichts, da stehst du daneben. Die schreien nur. Da bist du 2 Stunden da, du erreichst die nicht. Da kommt nichts rüber. Und die können auch Jesus nicht annehmen. Ganz im Gegenteil, die schreien, sie kommen sie mir nicht mit ihrem Gott, mit all diesen Dingen.
Und ich habe Leute beerdigt, die diesen furchtbaren Unfall hatten und die Ehefrau davon 14 Tage später auch noch beerdigt. Und nicht, weil die aus gebrochenem Herzen gestorben ist, sondern die fertig wird, sich umgebracht hat. Da würde ich gerne mal Leute mitnehmen hier, die ganzen Kritiker. Ja, wie kann man das denn so sagen? Bei Gott ist Trost. Ich sage, dann guckst dir an, das kannst du messen, das kannst du mitkriegen halt, nicht? Wie das ist in den trostlosen Situationen. Hast du Jesus, hast du Trost. Das ist auch schwer. Ich sage nicht, dass dann für den Christen alles einfach ist und er nur jubelt und springend weiterläuft. Das nicht. Aber es ist immer noch Licht da, es ist immer noch Hoffnung, weil wir den Gott allen Trostes und den Gott aller Hoffnung in Jesus Christus haben. Und das weiß jeder, der in der Nachfolge steht. Und das haben wir auch heute Morgen von dem Zeugnis der Schwester gehört. Und das können gestandene Brüder und Schwestern immer erzählen, wie Gott ist, so wie Jesaja das sagt. Wir haben einen Gott, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Ich sage das immer wieder, das ist so ein starkes Wort, denke ich immer an meine Mutter, die lebt noch. Heute ist eine alte, etwas demente Frau halt, aber ist so eine wunderbare Mutter zu mir gewesen. Ich weiß noch, wenn ich früher irgendwas hatte, bin mit dem Fahrrad gefallen, Knie aufgeschlagen, furchtbare Schmerzen, was machst du? Läufst zur Mama und alles blutet, es tut weh. Aber in dem Moment, wo die dich auf den Schoß setzt, dich in den Arm nimmt und küsst und das Haupt streichelt, da hörst du auf zu weinen. Es tut immer noch weh, es blutet immer noch, die Situation ist noch dieselbe. Aber die Mama ist ja da. Und es gibt dir Halt und Kraft. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Heute laufe ich nicht mehr zu meiner Mutter und setze mich bei der auf den Schoß, sondern wenn ich in schwierige Situationen komme, da weiß ich, was ich zu machen habe. Da habe ich den Gott, der für mich auf Golgatha gestorben ist, der all mein Leid schon erlebt hat, der mich in die Arme nimmt und der mich tröstet, wie eine Mutter tröstet. Und mir tun die Menschen wirklich leid, die das nicht haben. Und Halleluja, uns, die wir in der Nachfolge sind, das ist so ein Privileg, dass wir nicht allein sind in den schweren Situationen unseres Lebens halt. Dass wir Trost haben. Wir können Trost spenden. Meine Schwiegereltern sind ganz fantastische Leute, sind leider beide nicht im Glauben. Aber meine Schwiegermutter ist eine politisch sehr engagierte Frau. Die hat vielen Menschen auch geholfen und hat vieles getan. Ist auch ausgezeichnet worden in Brandenburg für ihr politisches Engagement und. Und irgendwann ist von ihrer besten Freundin die Tochter, einzigste Kind, gestorben. Ganz furchtbare Situation, aber die Freundin auch keine Christin. Und dann hat meine Schwiegermutter versucht, die zu trösten und ist mit ihr nach Sylt eine Woche gefahren und wollte ihr quasi beistehen, sie unterstützen halt. Aber wenn du Jesus nicht hast, da hast du nur nichts. Hast du so ein paar leere Worthülsen. Es wird schon wieder. Wird nichts wieder werden, wenn dein Kind gestorben ist. Da bist du als Mutter traurig bis zum letzten Atemzug, nicht? Die Zeit heilt alle Wunden. So Schwachsinnsätze, die habe ich auch schon so aufgehört. Zeit heilt nicht alle Wunden. Jesus heilt alle Wunden halt. Aber die Zeit nicht. Und sie war da eine Woche mit ihrer Freundin da auf Sylt. Nach habe ich sie dann angerufen. Ich sage, wie ist es denn gewesen? Sie sagt, das war die Katastrophe. Ich konnte dir nichts geben, hat sie dann gesagt. Und dann hat sie einen Satz gesagt, Olli, da habt ihr es besser, ihr Christen. Ihr könnt ja Menschen trösten. Wir haben Trost. Übrigens haben uns die größten Feinde des Evangeliums gesagt, dass wir darin Kompetenz haben. Hegel sagt, das Christentum sei eine Trostreligion. Karl Marx hat gesagt, die Kirche vertröstet die Menschen. Wir sagen, jawohl, das tun wir. Wir sind eine Trostgemeinschaft. Wir sind Menschen, die anderen Trost spenden können. Ja, weil wir den Gott allen Trostes haben, der bei uns ist, der uns tröstet. Und wenn jetzt jemand fragt, ja, das sind jetzt wieder so dogmatische, steile Sätze, die der da vorne raushaut, halt, wie geht denn das praktisch? Brech das doch mal runter. Wie läuft denn das mit dem Trost? Wie funktioniert denn das? Ich sage, das gibt uns die Bibel die Ratschläge zu. Die Bibel sagt, dass sie das Buch des Trostes ist. Psalm 119 heißt es, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Römer 15 heißt es, denn was zuvor geschrieben worden ist, ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also, wenn ihr momentan in einer trostlosen Situation seid, es ist momentan schwierig, dann dürft ihr euch Trost abholen. So am Sparbuch. Also, wenn das Portemonnaie leer ist, ihr sagt, Girokonto ist voll, da sind 100.000 Euro drauf. Da gehe ich zur Sparkasse, heb mir einfach mal 100 Euro ab. Ganz einfach. Und das hier ist das Trostbuch. Da gehen wir hin und heben uns den Trost ab. Wie hebt man den ab? Kriegt jetzt von mir ein Rezept ausgestellt, so wie beim Arzt. Wenn er sagt, ich habe Kopfschmerzen, dann gibt er euch auch 2 Medikamente, die könnt ihr dann einwerfen, morgens, mittags, abends, gehen die Kopfschmerzen in der Regel weg. So ist es auch bei euren Traurigkeiten. Ihr kriegt jetzt von mir Rezept ausgestellt. Aus dem Wort Gottes. 3 Psalmen für die nächste Woche, jeden Tag, morgens, mittags, abends. Alle 3 lesen. Jeweils 3 Psalmen, 3-mal am Tag. Psalm 23, Psalm 34, Psalm 121. Das ist übrigens heute die Losung, Psalm 121.
Wort Gottes an dich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er wird deinen Fuß nicht straucheln lassen. Und der dich behütet, schläft und schlummert nicht. Das darfst du wissen in deiner trostlosen Situation. Aber für die nächste Woche als Medizin gegen deine Schwierigkeiten, gegen dein Leid. Psalm 23, Psalm 34, Psalm 121. Reinziehen. Und jetzt kommt es, das Glauben, was euch da gesagt wird. Dem Vertrauen, nicht was euch die Welt einredet mit ihren Realitäten, sondern die Wirklichkeit des Wortes Gottes wahrnehmen. Das ist entscheidend. Wenn du das machst, wird sich vielleicht in dem Moment noch nicht dein Umfeld ändern, aber du wirst Trost bekommen. Du hast Linderung, so wie man Kopfschmerzen hat und dann so eine Kopfschmerztablette nimmt und sagt, die sind vielleicht noch nicht ganz weg, aber es ist viel besser geworden. So mit dem Wort Gottes. Und Halleluja, dass wir den Trost Gottes in seinem Wort haben dürfen. Mein großes Predigervorbild, Wilhelm Busch, der hat einmal berichtet, wie er im Gestapo-Gefängnis gewesen ist in Essen. Und die haben ihm die Bibel abgenommen und er war ganz allein. Sein Sohn in Russland gefallen, ganz furchtbare Situation. Die Bomben fallen, die Gemeinde, alles zerschlagen. Es ist alles ganz, 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 ganz schwierig. Und er sitzt da und ist wirklich auch tief drin, depressiv, traurig. Er kann nicht mehr, selbst ein großer Gottesmann. Und dann geht die Tür auf. Und dann kommt ein Wächter rein und sagt, jemand aus Ihrer Gemeinde ist da gewesen, der hat einen Korb Obst abgegeben halt, den dürfen wir Ihnen nicht geben, aber war eine Karte dabei, die geben wir Ihnen. Und da stand auf der Karte nur ein Wort drauf, Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Und dann schreibt Wilhelm Busch, dass das der totale Gamechanger war. Wenn er eben noch total traurig und frustriert war, hat er dann auf einmal angefangen, in der Zelle Gott zu loben. Er sagt, es wäre alles hell geworden, hätte Gott gepriesen, weil er auf einmal verstanden hat, er, der gute Hirte, ist bei ihm in dem Elend. Und er führt ihn durchs dunkle Tal hindurch. Der hat das angenommen und geglaubt. Und das müssen wir auch tun. Denn dann haben wir den Trost Gottes, den nur die bekommen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Das ist das Zweite, der Trost Gottes. Ein Drittes, was wir bekommen, wenn wir dem Heiland nachfolgen, ist die Vergebung Gottes. Ich habe gestern schon diese Textstelle zitiert, 1. Johannes 1, 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Ich habe eben gesagt, es ist eine anthropologische Grundbedingung, alle Menschen seien trostbedürftig. Es ist auch eine anthropologische Grundbedingung, dass alle Menschen vergebungsbedürftig sind, weil alle Menschen, da haben wir gestern schon drüber gesprochen, Sünder sind. Sie können nicht anders als zu sündigen. Wir können nicht nicht sündigen. Menschen sind sehr unterschiedlich, größer, kleiner, andere Hautfarbe, anderes Geschlecht halt. Der eine ist reich, der ist andere arm. In allem sind wir alle gleich. Wir sind alle Sünder und deshalb sind wir alle vergebungsbedürftig. Und über die Schuld, die wir tun, die ist gleich, also mal mehr, mal weniger. Aber vor Gott ist es so, dass wir damit alle vor ihm nicht bestehen können. Und es gibt, so sagt Luther einmal, zwei Arten von Schuld. Es gibt die heilbare Schuld, das ist nämlich die, die bekannt wird und über das Blut Christi drüber kommt. Und es gibt die unheilbare Schuld. Das ist die Schuld, die nicht bekannt wird, wo das Blut Christi nicht drüber geht. Heute Morgen beim Frühstück, ich habe bei Dino übernachtet, hatte heute Morgen beim Frühstück, das gehört sich so für einen anständigen Christen, den Tag mit einer Andacht zu beginnen, hat er vorgelesen, ich war, glaube ich, Leben ist mehr. Und das war ganz interessant in der Andacht. Die ging dann so los von einer Frau, die irgendwie 18 Mittel hatte, mit denen sie Flecken aus den Kleidern ihrer Kinder und ihres Mannes rauslösen konnte halt. Das kennen wir ja auch alle. Man hat sich so bekleckert halt, nicht? Und dann kommt die Mutter und versucht, mit dem Tuch hier wegzuwischen, damit der Fleck rausgeht. Und dann gibt es so diesen berühmten Satz, den kennt ihr alle, der Fleck geht nicht mehr raus. Das ging es auch in der Andacht und der Fleck geht nicht mehr raus. Es gibt Flecken, je nachdem, auf welchem Material sie sind, die kriegst du mit keinem Mittel mehr raus. Also da hast du dann das weiße neue Hemd einfach verdorben, da ist es kaputt, geht nicht mehr. Und so ist es mit der Schuld und Sünde. Da können wir Menschen machen, was wir wollen. Das geht von uns aus nicht weg. Wir können da nicht mit unseren Mittelchen, mit unseren guten Werken gegen angehen. Bringt nichts. Wenn wir Sünde tun, ob eine große, ob eine kleine, wir werden damit nichts machen können. Es gibt nur einen, der die Befleckung durch die Sünde und Schuld wegpacken kann. Das ist Jesus Christus mit seinem Blut. Allein dadurch. Alles andere, wenn Menschen selber versuchen, ihre Schuld und Sünde wegzutun, das ist Religion. Das versuchen alle Religionen dieser Welt zu tun, also im Judentum.
Da versuchen die Juden eben durch das Halten der Gebote, durch irgendwelche Vorschriften vor Gott gerecht zu sein und ihre Schuld zu minimieren. Im Islam ist das so, dass sie versuchen, durch das Halten der Vorschriften im Koran, durch die fünf Säulen, entsprechend vor Gott gerecht zu sein. Das ist im Buddhismus, wo man versucht, immer im nächsten Leben besser zu leben, weil man sich reinwäscht von der Schuld. Aber die Wahrheit ist, und das wissen auch alle Religionen, es geht nicht. Der Mensch kann sich nicht reinwaschen von seiner Schuld. Ich nicht, ihr nicht, niemand. Es gibt nur einen, der reinwaschen kann, das ist Jesus Christus mit seinem Blut. Und das Wunderbare ist, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann haben wir die Vergebung unserer Schuld und Sünden. Der wäscht die Flecken raus. Ohne Blut Jesu Christi, keine Vergebung. Das sage ich auch denjenigen, die heute hier sind. Und die noch nicht Jesus nachfolgen. Wenn du in dieser Nicht-Nachfolge Jesu verharrst, passiert Folgendes. Du lebst hier vielleicht noch 30, 40, 50 Jahre, ein bisschen besser, ein bisschen schlechter, keine Ahnung. Sicher ist nur, dass dann der Tod kommt. Patsch. Irgendwann hört das Herzchen auf zu schlagen. Dann kommst du ins Totenreich. Das ist schon ein beschissener Ort. Entschuldigt, wenn ich diesen Begriff so sage. Was muss man so deutlich sagen? Aber dann, am Ende der Zeiten, wird Jesus dich aus dem Totenreich hochholen. Und dann wirst du vor ihm stehen. Nicht als deinem Anwalt, der dich gerne freiwaschen möchte von deiner Schuld und Sünde, sondern als unbarmherziger und brutaler Richter, wo du für jedes nichtsnutzige Wort zur Verantwortung gezogen wirst, wo du irgendwann zu jemandem gesagt hast, was bist du denn für ein Blödmann? Da wird Jesus sagen, was ist mit diesem Fleck, mit dieser Aussage? Da kannst du dann nicht sagen, ja, aber ich habe doch mal irgendeinem beim Reifenwechseln geholfen oder ich habe dieses oder jenes. Gilt nicht. Da ist dieser Gott knallhart und unbarmherzig. Ich sage das wirklich in aller Härte und auch in aller Schärfe. Nicht, dass eines Tages von mir das Blut von Leuten, von meinen Händen gefordert wird, die hier heute Morgen waren, nicht in der Nachfolge stehen und gesagt haben, naja, es ist nicht so schlimm. In der Nachfolge ist alles ja nur gut, das habe ich gehört, aber der Nicht-Nachfolge hat keine Konsequenzen. Nee. Dieser Gott rechnet unbarmherzig ab. Schon vor Gericht, bei einem deutschen Richter, wirst du keine Barmherzigkeit treffen, wenn du einen Fehler machst. Also wenn du mit deinem Auto mit 200 Sachen durch Gift von der Innenstadt fährst, weil du sagst, ich habe einen neuen Porsche, ich muss mal richtig krachen lassen, wirst geblitzt und kommst dann vor das Gericht, da kannst du nicht sagen, Herr Richter, ich weiß ja, dass das falsch war. Ich hatte einfach mal richtig Bock, aufs Gas zu treten. Aber wissen Sie, ich bin 25 Jahre immer anständig gefahren, habe ich mich immer dran gehalten. Nie einen Fehler gemacht, das können Sie auch sehen. Ich habe nie einen Punkt in Flensburg gehabt. Was wird uns das bringen? Nix. Da wird der Richter sagen, das interessiert mich nicht. Sie sind 200 durch die Stadt gefahren. Dann werden wir wissen, was dann passiert. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. Wir können auf 1000 Dinge nicht eines sagen. Ich auch nicht, wenn ich vor ihm stehen würde. Aber ich komme ja nicht ins Gericht. Wir erinnern uns daran, was Petrus gefragt hat. Ich werde mit zu Gericht sitzen. Nicht, weil ich jetzt Theologie studiert habe und Pfarrer bin. Nein, nur, weil ich an Jesus glaube, weil ich ihm nachfolge. Deshalb hat er mich reingewaschen von aller meiner Schuld. Er reinigt mich von aller meiner Ungerechtigkeit, dass ich im weißen Leinen, spricht die Bibel immer wieder von den weißen Kleidern, rein vor ihm stehen kann. Nicht um meinetwillen, nur um seinetwillen halt. Das ist das Fantastische halt. Dass wir Vergebung unserer Schuld haben. Und das Großartige ist, dass das nicht nur einmalig ist oder dass das nicht nur passiert, wenn wir Abendmahl feiern in der Gemeinde, sondern dass wir jede Woche zu ihm kommen können. Jeden Tag, jede Stunde. Und Gott freut sich, wenn wir kommen mit unserer Schuld und tun aufrichtigen Herzens. Wir haben gestern in der Jugend darüber gesprochen, was heißt Zerknirschung des Herzens zu haben, vor ihm Buße und bitten ihm um Vergebung. Das ist das Wunderbare, dass wir Vergebung haben dürfen und dass wir durch diese Vergebung vor dem lebendigen Gott klar dastehen können. Das ist der Lohn unserer Nachfolge. Wir sagen Ja zu Jesus und unsere Schuld wird uns vergeben. Halleluja. Das werden wir eines Tages in der Ewigkeit noch viel, viel tiefer verstehen und erkennen, als das, was wir jetzt schon begreifen. Aber darüber dürfen wir uns freuen. Wir sprechen ja heute über den Lohn der Nachfolge halt. Das ist das Unfassbare, dass wir Vergebung unserer Schuld und Sünde haben. Ein Viertes. Was haben wir einen Lohn, wenn wir Gott nachfolgen? Wir haben die Hilfe Gottes. Wir haben Hilfe Gottes. Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken. Also Gott nimmt hier in den Blick, dass mancher Umstand in dieser Welt schon furchterregend ist. Also wenn die Welt untergeht und die Berge ins Meer sinken, das ist schon bedrohlich. Das ist schon nicht einfach, wenn der Euro kollabieren wird.
und wenn wir kein Gas mehr haben werden? Ja, das ist alles bedrohlich, gar keine Frage. Auch was auf uns zukommt mit der Weltbevölkerung, werden immer mehr Menschen, immer weniger Ressourcen. Gibt es vielleicht einen Atomkrieg in der Ukraine? Keine Ahnung. Aber wisst ihr, da habe ich keine Angst vor. Warum nicht? Nicht, weil ich jetzt so ein tapferer Kerl wäre. Ich habe einen Gott, dem ich wirklich vertrauen kann. Ja, die Dinge können passieren, aber er ist da. Er ist da. Und er ist meine Zuversicht, meine Stärke, er ist meine Hilfe. Und das ist er nicht nur für mich, sondern für jeden, der ihm nachfolgt. Auf ihn können wir uns verlassen. Psalm 50, 15 heißt das, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du willst das meinen Namen preisen. Genau das ist es. Wir können den lebendigen Gott anrufen, um Hilfe bitten und er wird uns beistehen und uns helfen. Kann ich euch garantieren, wer in der Nachfolge steht, wer an Jesus Christus glaubt, der bleibt nicht allein und er wird das erleben, dass der Gott der Hilfe ihm immer wieder beistehen wird. Ich erzähle immer wieder an der Stelle so eine Geschichte, und zwar eine Geschichte eines alten Offiziers, der schon lange tot ist, in der Ewigkeit, der im Zweiten Weltkrieg Soldat war, der im Siegerland aufgewachsen war, Gemeinschaftsbewegung, die Eltern hatten immer von Jesus erzählt, halt, das hat er auch alles gehört und verstanden, war ein ziemlich intelligenter Mann, aber nicht zum Glauben durchgebrochen. Aber Nationalsozialismus, die tollen Uniformen, ist aber der Ort gewesen, Berufsoffizier geworden halt, nicht? Frankreich-Feldzug mitgemacht halt, Polen-Feldzug und dann Russland-Feldzug und alles eins besser nach dem anderen halt, nicht? Die siegreiche deutsche Armee. Und dann ist er da als junger Mann, als Leutnant, nicht? Bei den Panzern halt, sind sie vorgestoßen in den Osten halt. Und dann ist der russische Winter eingebrochen. Und dann sind sie bei einem Vorstoß in den Schneesturm gekommen, wo sie abgeschnitten waren von den deutschen Linien halt. Kein Panzer fuhr mehr, die standen da. Und er als junger Mann steht vor einer Kompanie mit 120 Mann in so einem russischen Sturm. Die haben nichts anzuziehen, die sind am Erfrieren halt, waren nicht ausgerüstet. Die Kompanten waren eingefroren halt nicht. Und die Männer erwarten jetzt von ihm, dass er als verantwortlicher Offizier sie rausbringt. Und jetzt steht er auf einmal da, in all dem Dreck, in all dem Elend halt. Und da wird ihm klar, das ist alles nur Wahnsinn. Das ist alles so falsch, wie es anders nicht sein kann. Und er weiß, er hat die Verantwortung für diese Männer jetzt hier. Und er muss jetzt irgendwas sagen. Er muss sagen, gehen wir dahin, 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 was machen wir jetzt? Aber er weiß es ja auch nicht. Und dann wird es ihm klar, in der Situation kann nur einer helfen, der lebendige Gott, von dem er jetzt über Jahre nichts wissen wollte. Und dann hat er das erzählt, wie ich ihn damals war, schon alter Mann. Dann hat er gesagt, habe ich das denen befohlen? Die mussten ja machen, was der Offizier sagte, mussten sie sagen. Hat er gesagt, ich weiß es nicht mehr. Wir können jetzt nur eins, wir können zum lebendigen Gott schreien, dass er uns hilft. Und dann sagt er, dann haben die sich alle in den Schnee gekniet und haben gebetet. Ob die geglaubt haben oder nicht, es war Befehl des Offiziers, sie mussten beten. Dann haben sie geschrien, Herr, hilf uns hier. Und dann sagt er, wie die fertig waren mit dieser absonderlichen Gebetsgemeinschaft, steht er auf, greift in Schnee und hat ein Kabel in der Hand. Das ist ein Kabel der deutschen Wehrmacht, ein Telefonkabel, was die verlegt hatten. Und dann sind sie an dem Kabel entlang gegangen und dann sind sie wieder in die deutsche Einheit gekommen. Und da war für den klar, wer der lebendige Gott ist und wie verbrecherisch dieses Regime gewesen ist. Hilfe des lebendigen Gottes. Und wir haben einen Gott, den wir anrufen dürfen, den wir beim Namen nennen können. Jesus, 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 diesen Namen dürfen wir anrufen. Und wir werden alle Hilfe haben. Er ist da, er steht uns zur Seite. Und wenn du Hilfe brauchst, dann in diesem Jesus-Namen. Ich finde es so fantastisch, dass ihr das hier angeschlagen habt. In keinem anderen ist Rettung als in Jesus halt, nicht? Und sagen, wir predigen Jesus den Gekreuzigt, nichts anderes. Aber ich versuche auch heute, die Leiter an beiden Tagen zu machen, aber vor allen Dingen jetzt hier nochmal, Jesus, ruf diesen Jesus-Namen an, bittet ihn um Hilfe. In keinem anderen ist Hilfe halt. Als Petrus und Johannes einmal in den Tempel kommen, Apostelgeschichte 3 halt, da werden sie angebettelt halt. Na, da will jemand von ihnen Almosen haben und dann sagen sie ihm, Gold und Silber haben wir nicht. Aber eines haben wir, das geben wir dir. Im Namen Jesus steh auf und geh. Wir haben eine Hilfe zu bringen. Die Hilfe im Namen Jesus. Und die hast du eben nur, wenn du Jesus nachfolgst. Die hast du nicht, wenn du Jesus nicht hast. Nicht dieses, lieber Gott, wenn es dich gibt. Jesus. Gott hat einen Namen, der hat sich vielen Namen offenbart. Jesus Christus. Jeder Hund auf der Wiese hat einen Namen. Wir rufen den nicht Hund. Mein Hund ist leider vor einigen Monaten gestorben, aber solange ich den hatte, so ein Dackel 10 Jahre, da habe ich nicht gerufen, Hund, komm, Köter, komm. Der hieß Camilla, habe ich gerufen, Camilla, komm. Und wenn ich ihren Namen hörte, obwohl es ein Dackel war, der gut gehorcht, ist er immer gekommen halt. Ne? Aber viel zuverlässiger als mein kleiner Dackel ist unser Herr und Heiland Jesus Christus. Wenn wir ihn anrufen, haben wir Hilfe. Vielleicht nicht immer so, wie wir es erwarten und wie wir es uns vorstellen, was passiert, aber wir dürfen uns darauf verlassen. Er hilft, er steht uns bei.
Vor allen Dingen, ich habe das ja am ersten Abend gesagt, lest immer ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament jeden Tag durch sein Wort. Da kriegen wir immer Orientierung, Auferbauung, Trost. Wenn wir kein Wort lesen, wenn wir nicht in der Bibel sind, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn die Hilfe ein bisschen kleiner wird. Aber wenn wir im Wort zu Hause sind, wenn wir immer merken, wie die Hilfe kommt, wie Klarheit entsteht, aber nicht nur durchs Wort. Gott hilft uns durch so viele verschiedene Weisen, hilft uns durch seine Engel. Er hat Werkzeuge geschaffen in der unsichtbaren Welt, die für uns da sind. Jeder Mensch hat einen Schutzengel, könnt ihr nachlesen, Matthäus 18. Und durch diese Engel behütet er uns. Für uns wird keiner lebend in diesem Haus angekommen, wenn Gott seine Engel nicht geschickt hätte. Und immer wieder kommt er und schickt seine Engel, uns zu behüten. Und das dürfen wir wissen. Und dieses Haus tobt momentan Kampf. Das sind die Dämonen der Finsternis, die gegen die Engel kämpfen. Und glaubt mir, wer Jesus nicht nachfolgt, da ziehen sich die Engel zurück. Und dann sind diese Menschen diesen dämonischen Kräften ausgeliefert halt. Das ist etwas Furchtbares. Nur so kann man Welt verstehen. Die Leute sagen immer, der Latzl ist ja so ein halb esoterischer Spinner oder sonst was. Nein, das ist das, wovon die Bibel berichtet. Ich kann die Welt auch sonst nicht bestehen. Ich habe gerade vom Nationalsozialismus gesprochen. Wie willst du das verstehen, was da passiert ist in unserem Volk, dem Dichter und Denker, dass gebildete Menschen auf einmal hingehen und sagen, Juden sind keine Menschen. Die dürfen wir nicht heiraten, mit denen dürfen wir uns nicht vermischen. Ja, die müssen wir industriell vernichten. Da gehen klardenkende Menschen hin und bringen Menschen ins Gas. Mein Onkel war bei der SS. Der hat kleine Kinder, die waren in Weißrussland, in der Ukraine, in Russland. Die haben kleine Kinder Befehl gehabt in ihrer SS-Division, alles unter 2 Jahren nicht zu erschießen. Die Munition wurde gespart, die hat man genommen und am Bordstein erschlagen oder gegen die Wand gehauen, wie man eine Katze totgeschlagen hat früher. Das hat er gemacht. Verblendet. Das sind satanische Mächte. Die haben ja auch das Totenkopfzeichen drauf gehabt. Und die Nazis, auch die Kommunisten, haben es ja bewusst immer vom Glauben losgemacht. Das sind Kräfte, die spürst du halt, wenn du davon eine Ahnung bekommst. Die Welt ist blind, die erkennt die Wahrheit nicht. Aber wir, und wir sind ja beim Thema Hilfe, wir haben einen Gott, der uns hilft gegen all das Satanische, gegen all das Böse, was in dieser Welt ist. Durch seine Engel. Es gibt diese wunderbare Geschichte im Alten Testament, wo der Elisa ist, der wird von den Aramäern verfolgt halt. Und irgendwann haben sie mitgekriegt, da und da ist Elisa mit seinem Zelt. Und dann schickt der Aramäerkönig hin, jetzt haben wir ihn so umzingelt, jetzt nehmen wir ihn gefangen. Und der Knecht Elisas geht morgens aus dem Zelt raus, will da so die Morgentoilette vorbereiten. Und dann sieht er, ach du liebe Zeit, wir sind umzingelt. Nur aramäische Soldaten halt, wie furchtbar. Nicht läuft rein, Elisa, Elisa, alles vorbei, alles ganz schlimm. Nicht, aber Elisa, der weiß, dass Gott die Hilfe ist. Der sagt, pass mal auf, betet dann zu Gott. Herr, öffne du ihm die Augen. Geht wieder raus, guckt sich die Szenerie an. Ja, da sind die Soldaten immer noch. Aber dann darf er auf einmal die unsichtbare Welt sehen, wo das Heer der himmlischen Heerscharen ist. Und dann schlägt dieses Heer der himmlischen Heerscharen die Aramäer. Und Elisa kann sie wie so kleine Kinder im Kindergottesdienst einfach hinführen, wo er hin möchte halt nicht. Das ist ein Gott, der hilft. Und dieser Gott der Hilfe, der ist da. Du musst ihn nur anrufen. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, vertrau darauf, es gibt eine Hilfe in jeder Lebenssituation, Jesus. Und wir, die wir ihm nachfolgen, freut euch darüber, seid dankbar. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ich würde durch die reinlaufen bei den wiedergeborenen Geschwistern, erzählt mal von der Hilfe in Jesus Christus. Da sitzen wir nächsten Sonntag noch nicht da und dann haben wir noch nicht alle Geschichten gehört, die ihr aus eurem Leben als Zeugnis geben könntet. Das ist das Vierte, was wir haben als Lohn, wenn wir Gott nachfolgen, wenn wir an Jesus glauben, die Hilfe Gottes. Und ein Fünftes und Letztes. Das ewige Leben. Ich habe gesagt, das baut sich hier so ein bisschen auf. Eins besser als das andere. Das erste mit der 100-fachen Vergeltung war das quasi minderwertigste. Das höchste ist das ewige Leben. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir an ihn glauben, haben wir ewiges Leben. Jesus spricht in Johannes 5, 24. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Du begegnest Jesus hundertprozentig in deinem Leben. Entweder, so hat das Corrie ten Boom einmal gesagt, als Anwalt oder als Richter. Als Anwalt begegnest du ihm dann, wenn du in dieser Welt ihm nachfolgst. Wenn du ein Ja zu ihm findest, dann ist er dein Anwalt. Angesichts dessen, was der Ankläger, der Widersacher gegen dich vorzubringen hat. Aber durch sein Blut bist du rein. Und dann bekommst du ewiges Leben. Sofort, unmittelbar, postmortal, so wie es hier heißt. Also wenn du in Jesus glaubst, ihm nachfolgst, dann haben wir gestern schon drüber gesprochen, freust du dich auf den Tod. Weil Sterben ja unser Gewinn ist. Dann gehen wir sofort in die himmlische Herrlichkeit ein. Die, die nicht an Jesus Christus glauben, wie gesagt, die müssen erst ins Totenreich. Im Totenreich haben wir nichts zu tun.
Am Ende der Zeiten kommt dann Jesus wieder, hält das Gericht. Wir sitzen mit zu Gericht als Wiedergeborene. Und dann wird geguckt, da wird erstmal das Totenreich in die Hölle geworfen. Die Hölle ist ein anderer Ort als das Totenreich. Totenreich ist schlimm, aber ist Kindergeburtstag gegen die Hölle. Und dann kommen alle raus, die im Totenreich sind und werden gerichtet nach ihren Werken, so sagt es Matthäus 25, so sagt es Offenbarung 20. Und dann werden die gerichtet nach ihren Werken. Und dann gehen die, die gegen Jesus waren, alle in die Hölle, die ihm nicht nachgefolgt sind. Und das ist ein Ort, der ist so furchtbar, lest es nach in Lukas 16. Da ist einer in der Hölle, der reiche Mann. Und der leidet so unendliche Qualen. Das ist so furchtbar, wie er dort gequält wird. Übrigens, Chef der Hölle ist nicht der Teufel. Nicht der Teufel quält ihn. Der Teufel wird selber im zweiten Gericht, bei der zweiten Auferstehung, in die Hölle geworfen. Gott ist der Chef über die Hölle. Jesus Christus ist der Herr über die Hölle. Und er schmeißt die Leute da hinein. Und er quält sie bis ans Ende aller Zeiten. Eine furchtbare Sache, die da passiert. Die aber uns, Gott sei Dank, erspart bleibt, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir ihm nachfolgen, dann haben wir ewiges Leben. Wir neigen leider dazu, uns in diese Welt so festzuklammern, nicht? Unser Haus, meine Frau, mein Mann, mein Geld, meine Gesundheit, mein berufliches Vorkommen, meine Karriere. Alles so irdisch. Und wir sind nur so diesseits orientiert. Aber das Wahre unseres Lebens ist doch, dass auf uns die Ewigkeit wartet. Das himmlische Jerusalem, der Ort, wo wir vor lauter Freude nur noch Halleluja singen werden. Einfach nur fantastisch. Und das bekommen wir, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Dessen dürft ihr sicher sein. Nochmal, ihr habt das eben gehört, als Petrus fragt, sagt Jesus ihm das ganz genauso. Nicht? Hundertfache Vergeltung, ihr werdet mit zu Gericht sitzen und das ewige Leben. Du darfst dich freuen. Du darfst dich freuen, wenn du Jesus nachfolgst. Das ist der Lohn, dass du dann in Gemeinschaft mit ihm für alle Ewigkeit sein darfst. Lese es bitte nochmal nach, Offenbarung 21, 22, wie das sein wird im himmlischen Jerusalem. Da sind Worte, die kannst du gar nicht ausdrücken. Das ist so gigantisch, so herrlich, was da steht. Das erwartet uns, nur weil wir an ihn geglaubt haben, nur weil wir ihm nachfolgen. Und dazu möchte ich euch noch einmal ermutigen, geht weg von aller Diesseitsorientierung. Richtet euch auf am himmlischen Jerusalem. Und folgt Jesus nach. Und wenn ihr in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen eingerostet seid in der Nachfolge, dann die Handbremse gelöst, nochmal richtig Jesus nach, ihm nach. Er, der lebt und der uns im Glauben an ihm in seiner Nachfolge ebenfalls ewiges Leben schenkt. Und nochmal Aufruf an diejenigen, die noch gar nicht in der Nachfolge stehen. Folgt Jesus nach, weil wenn ihr ihm nicht folgt, geht ihr schnurstracks in die Hölle, in die ewige Verdammnis. Was ist der Lohn der Nachfolge? Ein Fünffaches. Die hundertfache Vergeltung von Gott, dass uns das alles vergilt im Positiven, was wir einsetzen. Der Trost von unserem Gott, die Vergebung von unserem Gott, die Hilfe von unserem Gott und das ewige Leben bei Gott. Lob, Preis und Ehre diesen unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns in seiner Nachfolge solches schenkt. Amen. Amen.